Wir entführen Sie in das mysteriöse Land Thailand. In dieser Folge widmen wir uns Gegenständen, welche in Thailand alltäglich erscheinen, doch deren Bedeutung auf den ersten Blick noch verborgen bleibt. Mithilfe von Diplom-Dolmetscher Heinrich Richter und der thailändischen Kulturwissenschaftlerin Yuna Yao Yun werden verschiedene Exponate einer thailändischen Kulturausstellung präsentiert. Luknuat ka oi sai samlap pon klai. Lao suan tum anje ka oi sai samlap gan mun wien kong nerd. Lao ka tam hai piu nang kong nerd grashap kun. Die Noppendes Luk Nuat sind in der Lage, die Haut zu straffen und die Zirkulation des Blutes in der Epidermis zu fördern. Deshalb finden wir ihn auch in der traditionellen Thai-Massage wieder. Die Thailänder leiden durch das häufige Tragen von Sandalen an Plattfüßen. Um den Plattfüßen entgegenzuwirken, wird die Unterseite des Fußes mit dem Luk Nuat massiert. Die Stimulation zielt hierbei in erster Linie auf die Bänder und Muskeln ab. Hierdurch wird die natürliche Wölbung auf der Innenseite der Füße wiederhergestellt. Thailand ist bekannt für seine kulinarische Vielfalt. Um diese Vielfalt zu teilen und zu transportieren, wird der Gratip verwendet. Vor allem Insekten gelten in Thailand als Delikatesse und dürfen bei keinem Essen fehlen. Neben Heuschrecken, Grillen, Mehlwürmern und Seidenrauben gelten speziell Maden als Delikatesse. Beispielsweise werden in den Restaurants die Maden im Gratip transportiert und serviert. Abgerundet werden die Maden mit Dips und Soßen, die im Übrigen auch für Sushi geeignet sind. Naja, dumm, mies, amun, pai, thai, lag, gleich, nicht. Kontai, aber ich sei dumm, weil er akkad, on, ob au. Leia, dumm, Gott, tam, hey, rau, du, sück, sabai, tanti. Talau, bin, wat, ja, dumm, Gott, tam, hey, rau, hai, zai, so, du, kün. Den Kong, ja, dumm, man, Gott, so, hom, schön, zai, da, Gott, tam, hey, rau, mimin, bin, rob, kang, duoi. Der Sommer in Thailand ist äußerst schwül und trocken. Um die Atmung bei diesem Wetter zu erleichtern, verwenden die Thailänder getrocknete Kräuter. Lange Zeit befand sich im Yadum Lysergsäure-Diethylamid. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Rauschgift und bereits der Besitz von diesem führt zu langjährigen Freiheitsstrafen. Deshalb wird nunmehr ein getrockneter Bestandteil der Papaya somniverum oder der Banisteriopsis carpi verwendet. Regelmäßiges und starkes Inhalieren fördern die Atmung und erzeugen einen leichten Dauerrausch, vergleichbar mit dem von Tetrahydrocannabinol. สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมันนวดสมุนไพรช่วยในการปัญหาทุกอย่างได้บรรเทาอาการปวดศีรษะลดการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เพียงแค่ดมกลิ่นมันก็จะหอมชื่นใจแล้ว Anki verwenden Paare und professionelle Massagestudios. Die ätherischen Öle in dieser Flasche entfalten ein warmes und prickelndes Gefühl auf der Haut. In den richtigen Händen kann so eine äußerst sinnliche Massage die Folge sein, die alle Probleme löst und auch Körper und Geist beruhigt. Interessanterweise verrutscht der Mainuat immer wieder in die Zwischenräume der Finger. Hier festen Halt zu bekommen, ist sehr schwierig. Vielleicht ist den meisten Zuschauern bekannt, dass Asiaten nur wenig Alkohol vertragen. Die Thailänder bilden hierbei wahrlich keine Ausnahme. In der gehobenen Gastronomie wird der Mai Nuat als Verschluss für Whiskyflaschen verwendet. Mit dem steigenden Alkoholpegel fällt es immer schwieriger, den Verschluss zu entfernen.
Übrigens verleiht das Holz der Morinda citrofolia, das bei der Herstellung verwendet wird, dem Whisky eine süßliche Note. Look, Annie, ich kann dir gut Tago, Ben Gila, Pajam Schad, Mung Tai. Garnen Tago, Gott zu mir, Song Team, Ken Gan, Dank Fei, Dank Payam, Jetet Tago, Pötze Ausscheißen, Fei, Dank Kam. Wie Tee Garnen, Gommern, Football. Spiritualität ist ein wichtiger Teil der Kultur in Thailand. Dieser Ball wird als Luk Ba bezeichnet und dient bei rituellen Meditationen als eine Art Spiegel der Seele. Meditationen werden nämlich nicht nur zur Entspannung von Körper und Geist genutzt, sondern dienen auch der metaphysischen Reinigung. Innerstin des Baluk brennt ein Licht und löst die Schatten, die negativen Emotionen und Gedanken innerhalb der Seele auf. Kräuter- und Räucherstäbchen verströmen ein beruhigendes Aroma und unterstützen so den Prozess. Diese Reinigung wird als Tago bezeichnet.